Los geht's. Wir nehmen auf. Wir nehmen auf. Irgendwas mit dem Anzug, sonst gibt's wieder gleich wieder Hinweise. Wisst ihr nicht, dass man sich anschnallen soll? Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität, da sind wir wieder bei Gabor im Auto. Ja, hi. Wir fahren hier gerade rechts rum. Mal gucken. Und hoffen, dass das Mikrofon von der GoPro gut funktioniert. Ansonsten zeigen wir das Video nicht. Genau, machen wir so Stummfilm. Ne? Stummfilm. Zwei Leute sitzen hier rum und labern und keiner hört was. Was wollen wir eigentlich machen? Wir fahren jetzt von Malsfeld, oder? Wo ist immer Malsfeld? Nach Mücke. Und wir nehmen euch einfach mit. Wir fahren jetzt hier 52 Minuten. Oh je, das wird aber lang. Ist ja geil. Müsst ihr durch. Ja. Ich glaube, der Akku hält gar nicht so lang. Doch, der hält so lang. Ja. Wir werden mal sehen. Ja. Wir werden mal sehen. Und irgendwie am Anfang werdet ihr noch merken, dass wir wissen, dass ihr dabei seid. Ja. Aber irgendwann werden wir euch wahrscheinlich ausblenden. Total. Ja. Da kommt nur noch Dummgelaber so. Das kann jetzt passieren. Also, ihr könnt auch ein anderes Video gucken. Oder können wir gleich immer sagen? Nein, bleibt dabei. Es wird lustig. Aber über was reden? Aber wir haben genug Themen. Wir haben genug Themen. Was denn? Was? Weil wir haben vorhin schon, wir haben schon eine ganze Zeit dann rumgelabert und haben gedacht, eigentlich können wir ja ein Video mal draus machen, ja. Weil vielleicht interessiert euch das jetzt völlig. Nachdem der Schräg so eingeschlagen ist bei mir auf dem Kanal, muss der Gabor wieder zurückschlagen. Jetzt muss ich wieder mal hier für mehr Zuschauerzahlen sorgen. Also erstmal habe ich wieder deine Puppenheizung eingeschaltet. Das Niveau wieder senken lassen. Genau, senkt mal das Niveau. Ja. Sink mal das Niveau da, wo du sowieso bist. Genau. So. Er fährt sogar richtig selbstständig. Vorhin habe ich alles sagen müssen, obwohl er die Navigation laufen lassen. Ja, ich habe immer ein Problem, das sagen die mir bei mir schon im Sport. Ja. Entweder laber ich oder ich fahre schnell. Beides geht nicht zusammen. Ja. Ach, das ist ja wie, wir Männer können ja nur einfach denken. Ja, das ist, genau. Aber wir können immer nur eine Sache machen. Ja, genau. Multitasking geht nicht. So. Aber wir hatten heute, willst du erzählen, was wir heute gemacht haben? Ja, können wir gerne machen, weil das ist ja dann das Video, danach ist ja schon draußen wieder, oder? Also ja. Ja, klar, aber selbst wenn oder machen wir das als Teaser? Dann teasern wir das, genau. Nee, wir teasern das. Wir teasern jetzt die nächsten Videos, genau. Das stimmt. Weil das kann ich hier ungeschnitten reinhauen. Das ist auch eine gute Idee. Machen wir so, oder? Ja. Jetzt musst du erstmal nach Frankfurt fahren. Ja. Also wir haben uns getroffen, das erzähle ich ein bisschen mal, ne? Weil du darfst doch nicht so schnell fahren, weil sonst wird es zu laut hier drin. Okay, ich fahre. Wie immer, 100. 100, ja. Ich bin ja von 100 auch gefahren. Auf der Landstraße. was haben wir denn gemacht? Wir haben uns hier mit dem Rolf getroffen und er hatte gesagt, ich habe noch einen dabei, der muss unbedingt ein Video machen. Mit Rolf aus den Staaten. Rolf aus den Staaten, genau. Ja, ja. Rolf aus den Staaten. Der Kumpel vom Ofen. Genau. Aber alle, die Ofen gucken, gucken auch mich. Wie wollte ich jetzt eigentlich sagen? Aber es sind mehr, die auch bei Ofen sind und mich nicht gucken. Also, was ich jetzt sage, wissen alle, die Ofen gucken. Ja. Ich bin schon wieder verwirrt. Also der Rolf aus den Staaten kam hier und hat gesagt, er muss den Manfred noch mit interviewen. Der Manfred, den haben wir gerade zum Bahnhof gebracht, hier in Malsfeld. Mhm. Der hat ein Riesenproblem, weil er ist komplett verarscht worden von Sixt und von Mercedes. Und dem geht jetzt auch gerade die Kohle aus, ne? So auf ungefähr. Ne? Und da haben wir jetzt ein Video gemacht mit dem. Das war die Geschichte von einem Jahr, wo Mercedes einen Tesla ausgeliehen hat und das dann geschrottet hat quasi. Ja. Ja. Kommt hier noch mehr. Ja, also das, vor allem ich habe das auch irgendwie mitbekommen und ich habe auch das Lünding-Video gesehen dazu. Aber irgendwie kam es dann so raus, dass der Vermieter eigentlich nur Aufmerksamkeit wollte. So, das war so in den Medien gewesen. Ja. Der Vermieter wollte eine Aufmerksamkeit und hat das alles eingefädelt oder so. Ja, irgendwie so. Irgendwie sowas. Das wurde so abgeschmettert. Genau. Aber guckt euch das Video an, da sehen wir dann genauer, auch nicht viel genauer, aber zumindest lernt ihr mal den Manfred kennen, ein bisschen die Geschichte. Ja. Und das ist echt traurig, ja. Jetzt fahren wir wieder zurück. Jupp. Genau, und wir reden gerade so über dies und das. Wir machen jetzt noch einen Livestream. Jetzt haben wir gerade darüber überlegt, ob wir den Livestream über diese GoPro-Funktion machen. Das müssen wir echt ausprobieren. Oder über das iPhone, wir probieren das mal aus. Ja. Vielleicht kriegen wir es ja einigermaßen hin. Ja, normalerweise bist du ja per WLAN verbunden mit dem GoPro-iPhone. Ja. Ob du nachher nochmal tatsächlich dann das LTE-Netz dann nutzen kannst, trotz WLAN, das müssen wir echt mal ausprobieren. Aber eigentlich müsste es gehen. Ja, müsste gehen. Weil wie soll das sonst funktionieren? Mal ein bisschen, langsamer, dass es nicht so laut wird. Ja, 120 ist okay, Mann. Ja? Nein, okay. Das wird ganz okay. Gut, wir haben so gerade über uns selber so ein bisschen lustig gemacht. Aber jetzt haben wir irgendwie schon die ganzen Prüfer verschossen. Ja, nö, ist alles gut. Ich finde immer was bei dir, wo ich lustig. Achso, da sagt man. Das ist sehr spontan, genau. Spontan geht's auch nicht. Genau. Nee. Ja, was haben wir für Themen gehabt heute? Ja, dieses Jaguar I-Pace-Thema. Ja,
Also der Manfred, der vermietet Autos, der kennt sich gut aus. Hat mir auch ist Ingenieur auch. Ja. Hat uns eine Broschüre mitgegeben, wo dann auch mal ganz hinten die ganzen Daten, die technischen Daten so draufstehen, von den ganzen E-Autos. Ja. Also da hinten, da geht es dann los mit den ganzen Kurven. Genau. Genau, und der kennt sich gut aus. Und der sagt halt auch, dass aerodynamisch gesehen ist das eine Schrottkiste. Ja, also, aber nicht nur der iPace. Nicht nur der iPace, auch der Mercedes und auch der e-tron. Ja, und wenn du das jetzt anguckst, zum Beispiel wie Tesla da so im Wind steht, sage ich mal, und das ist ja das Entscheidende bei Elektrofahrzeugen, dass das Auto halt windschnittig ist, weil du effizienter fahren kannst und länger fahren kannst damit, ja, weiterkommst. Siehst du wieder, wie die traditionellen Hersteller denken, denn die sagen sich, aerodynamisch spielt ja keine Rolle, weil nach 20 Kilometer tanke ich halt nochmal. Ne? Ja, genau. So. Aber die Leute wollen ja zum Beispiel so ein Jaguar, nehmen wir mal Jaguar als Beispiel. Ja, wir haben immer auf die Deutschen rumgeritten, machen wir mal Jaguar. Jaguar-Fahrer, ja, das ist doch eine tolle Marke, sportlich. Ja. Die Autos sehen geil aus. Ja. Ein Image, großes Image und so weiter. Ja. Wenn du mal ein Jaguar-Fahrer bist, bleibst du Jaguar-Fahrer. Ja. Würde ich mal sagen. Aber ist es aber heute noch so, dass das. Alles gut. Oh, mein Bier. Also, und dann irgendwann sagst du, okay, ja, ich lass mich mal breitreden und du machst mal eine Probefahrt mit so einem Jaguar I-Pace. Geil, ja. Fährt wie Lotte. Ja. Und sagst, okay, ich kauf mal dieses Teil. Okay, dann fährt er damit los, fährt auch mit 160 auf die Autobahn und kommt nicht immer bis zum nächsten Lader oder sowas. Genau. Und dann, oder dann will er zum nächsten Lader und dann funktioniert er nicht. Was macht der Standard-Jaguar-Fahrer? Der nimmt Bock. Den Schlüssel. Schmeißt es dem Typ ins Gesicht. Kannst die Scheißkiste wieder haben, ich will meinen Verbrenner. Genau, so wird es passieren. Und das gleiche ist beim EQC von Mercedes auch, würde ich mal so vielleicht, tippen. Und vielleicht wollen die das auch. Das ist jetzt die Verschwörungstheorie. Von mir. Die wollen das schlecht machen. Die wollen das schlecht machen. Ja, damit sie sagen können, ja, ich finde das noch viel besser. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht manchmal. Aber ich wundere mich manchmal. Also immer so, das elementare Sachen, die eigentlich jeder Ingenieur wissen müsste. Ja, Effizienz, wie baue ich ein Auto? Aber der Manfred hat es gut gesagt. Die wissen, dass das Auto aerodynamischer sein muss, damit es besser ist. Die wollen aber nicht ihre Kunden abschrecken. Weil so ein Q5, Q7 Fahrer, der kauft nicht so ein windschnittiges Ding da, wie das Model X. Weil die wollen ja so ein Panzerform haben, ja, wie die alten Q5 und Q7 sind. Ja. Das heißt, diesen Schritt zu wagen, vom Verbrenner zur E-Mobilität und dann noch im Designtechnischen noch einen extremen Sprung zu machen, das machen die nicht mit. Machen viele nicht mit. Ja. Hast du schon mal einen BMW gesehen? Ja. Also i3. Und da war ja ein anderer Punkt. Hat er auch erzählt über i3? i3, ja. Das Carbon-Ding hat völlig. Carbon-Ding ist nichts, sondern die Röntgen, ne? Ja, genau. Und die Knochenbrüche irgendwie analysieren. Ne? Ja, richtig. Und am Ende das Ding dann doch wegschmeißen. Ja, ich sage auch immer, es ist halt schwierig für die renommierte Autohersteller, es ist schwierig einfach mal zu sagen, wir machen was ganz Neues, ja, und fangen von vorne an und konzipieren ein Fahrzeug, was wirklich von Anfang an komplett neu gedacht wird. Aber das macht der Volkswagen jetzt mit dem MEB. ID-Serie eventuell, ja, genau. MEB heißt es, glaube ich, ne? MEB. Plattform. Ja, stimmt. Ja. Genau. Ja, ID hieß er früher, genau. ID, ja. Ich glaube, dass die das jetzt gut machen und dass das was müssen werden könnte. Müssen. Bloß, ob die Marke dann bis dahin, also imagemäßig, ziemlich beschädigt sein wird. Ne? Was ich letztens noch Volkswagen jetzt gehört und gelesen habe, das ist ja echt raffiniert, ne? Also, wir wissen ja eigentlich alle, dass jetzt die können ja nicht die Belegschaft, die Zahlen nicht halten, ne? In der Zukunft. Also, ich meine, es hat ja mehrere Gründe. Hat nichts mit der Entwicklung der E-Mobilität zu tun, sondern überhaupt mit der Digitalisierung zu tun. So, und jetzt machen die Folgendes, ja, die machen so praktisch so sozialen Abbau, ja, das heißt, die Leute, die jetzt ganz normal in Rente gehen, ja, die stellen einfach keinen neuen mehr ein, ja. Und so entlassen sie auch die Hälfte der Belegschaft letzten Endes, ja. Ja, aber was bleibt denn da übrig? Ja, klar, natürlich, wenn du überleben willst, musst du reduzieren. Musst du. Wenn du es dann sozialverträglich machst, das finde ich ja wieder einen guten Zug. Ja, ja, klar. Das ist ja das Gute auch an unserer deutschen... das ist ja okay. Da müssen wir mal das ist eine riesen Gewerkschaft, da kannst du nicht einfach sagen, hier, weg. Aber das wird so sein, es werden nicht mehr in Zukunft 1 Million Menschen für die Autoindustrie arbeiten in Deutschland. Ja, muss man so. Das ist Tatsache. Ja, ist so. Das hat ja nichts mit der E-Mobilität zu tun. Nö. Nicht mit der E-Mobilität, sondern mit der Mobilität allgemein. Allgemein. Ja. Aber es ist halt so, weißt du, aber ich sehe das immer noch, also das verschreckt halt viele Leute gerade, weil wir wissen es ja, ne? In Deutschland kennst du jemanden oder deinen Freund oder deine Schwester, dein Vater, dein Cousin, irgendeiner arbeitet in der Autoindustrie, den du kennst und den du lieb hast. So. Und natürlich fühlst du mit dem mit, wenn der jetzt hier Angst hat, dass er seinen Job verliert. Jeder Vierte ungefähr, ne? Würde ich
würde ich sagen. Ja, früher hat man immer gesagt, jeder siebte, aber keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Kann ja sein, dass mehr sind. Ja, aber das ist so. Ja, aber nicht nur diesen abhängig. Der Bäcker, der Metzger, der... Deshalb wieder fährt er. Ja, genau. Ja. Der davon profitiert, ja, dass die Autoindustrie um die Ecke ist. So. Und das wird es halt einfach nicht mehr geben. Aber man, wie gesagt, jeder kennt einen oder hat eine Verwandtschaft, der dafür oder für die Industrie arbeitet und füllt mit denen mit. Ja. Da bin ich ja voll dabei. Also ich nicht, aber... Also ich habe keinen, sagen wir mal, der arbeitet da. Aber trotzdem weiß ich, wie das halt rüberkommt. Aber das ganze Rumjammern hilft ja alles nichts. 80, ja. Jetzt müssen wir wieder labern und nicht aufpassen. Wie gesagt, das ganze Rumjammern hilft ja nicht, wenn wir müssen diese Chance, also wir müssen die Tatsache auch als Chance nutzen und versuchen, möglichst viele Menschen auch in andere Bereiche reinzukriegen. Ja. Also Umschulung ist ja vielleicht nicht drin, aber das ist vielleicht so ein Technologiewechsel und ganze Branchen verschwinden, dafür kommen neue. Wir haben das 20.000 Arbeiter noch in der Braunkohleindustrie und in den Kraftwerken hinten dran. Ja. Wir haben schon über 100 noch was 1.000 in den alternativen Energien. Ganz genau. Genau, den Vergleich zieht auch keiner, ja, dass da viel mehr Leute hier arbeiten. Hier war der Stau, wo wir deshalb rausfahren müssen. Wo wir zurückkommen sind, ja, genau. Ich habe noch ein Thema, das hatten wir nämlich heute auch noch, ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Ja. Die Batteriepreise vom Sono Motors, vom Sion. Ach, gutes Thema. Ja, puh. Gutes Thema. Ja, also so, Leute, jetzt ist was los, oder? Jetzt können wir es erzählen, oder? Jetzt können wir es erzählen. Ich sag mal so, wir haben es schon gewusst. Ich meine, es hört sich so von, ja, wir wussten das, ja, das sagt ja jeder immer so, ich habe es euch gesagt. Wir wollten es eigentlich nicht so in die Community so groß rausposaunen, weil wir wollen ja nicht die Leute abschrecken, die jetzt, sag ich mal, weil wir mögen das Konzept Sion auch sehr. Ja, auf jeden Fall. Und es ist eine geile Sache und die bringen die ganze Geschichte nach vorne. Ja. Aber wir haben schon von Anfang an und wir haben sehr viele Treffen, wo wir zusammen danach diesen Brainstorm haben, auch in Österreich, nach wo wir bei Kreisel waren, genau, mit Kreisel-Jungs gesprochen haben und die haben auch gesagt, wir wünschen Sion nur das Beste, aber für den Preis werden sie den Akku nicht bringen können. Das haben die schon damals gesagt, vor einem halben Jahr. Und wir haben auch schon andere Videos gehabt in Heidelberg, wo wir sehr viel drüber gesprochen haben, Markus und ich, und wie das läuft mit wir verlinken mal das da oben. Genau. Und da haben wir immer gesagt, das kann nicht funktionieren, ja, zu dem Preis. Also entweder ist der Preis versteckt noch, also ist teurer, ist noch versteckt in den Fahrzeugkosten, also in den 16.000. Ja, das verdienen was bei den Software-Sachen. Also genau, oder verdienen sie die hinterher noch an irgendwelchen Services noch mit dran, ja. Allerdings, das, was jetzt rausgekommen ist, ja, das ist nicht schön für die Sache, ja. Und weil man muss so sehen, der Gesamtpreis, ja, ist jetzt nicht mal um 5 oder 10% gestiegen, sondern um 25%. Ja. Und viele Menschen, die sich, sagen wir gerade so vielleicht vom Munde abgespart haben, das Geld, ja, für so ein Sion, für die ist es nicht so einfach mal 5.500 Euro mehr hinzulegen. Ja. Ja, vor allem, die haben auch dieses Reservierungsding gemacht. Ne? Das heißt, du hast schon mal Geld gegeben, um da eine Reservierung zu bekommen. Genau. Und dann, das ist ja schon ein Vertrag praktisch. Ja, gut, es steht in den Kleingedruckten drin, was unverbindlich ist. Das ist Geld und so. Das ist wasserdicht, ist klar. Aber trotzdem, man gibt schon Geld, ja, und freut sich auf das. Ja, und dann gibst ja Geld mit der Prämisse, dass du ja eigentlich ein Auto bekommst für den Preis. Gut, man könnte jetzt böse Zungen wenn jetzt drunter schreiben, dass bei Tesla ja genau das gleiche ist, weil das 35.000 Euro Model S oder Model 3 gibt es ja auch noch nicht. Ne? Könnte man ja genauso sagen. Ja, hast du recht. Ja. Allerdings ist es trotzdem, finde ich, eine andere Preiskategorie und die haben ein ganz anderes Klientel. Also die haben ja Leute, die im Prinzip für 20.000 Euro ein Auto kaufen wollten und nicht für 50 oder 60. Wenn du jetzt im Verhältnis siehst, ob du jetzt für 50 Auto kaufst oder für 55, also die 5.500, das ist jetzt nicht das gleiche, als wenn du jetzt statt 20, 25,5 nimmst. Und nichtsdestotrotz, ich finde das Konzept immer noch gut, aber die werden ein Riesenproblem haben jetzt mit diesem Preis und zu diesem Zeitpunkt, wo sie rauskommen, eine Weile auf dem Markt noch zu überleben. Ja. Weil wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, dass VW eventuell so ein Auto bringt, oder ich sage jetzt gar nicht mal VW, weil die müssen es auch erstmal zeigen, dass sie für den Preis ein Auto bringen, aber Asiaten werden für den Preis Autos rausholen. Ja. Jetzt kommen schon mit ganz großen Schritten die Chinesen auf den Markt. Boah, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, ja? Das habt ihr auch noch nicht gehört. Ein Follower aus China hat mich angeschrieben. Der hat mir schon ein Video geschickt zum NIO. Aber ich weiß, wer das ist, glaube ich sogar. Ja, also, hast du schon ein paar Mal gelesen. Ich weiß nicht, der NIO hat mir schon ein Video geschickt zum NIO. Ja. In der Show. Zu dem SUV NIO, oder? Ja. Ja, den kenne ich, das ist ein geiles Auto. Und er macht jetzt ein Video, ich glaube, morgen kriegt er das und übermorgen zum NIO-Fahrt. Wie heißt das auch? Ja, NIO, wie heißt das? Keine Ahnung, NIO. Ja, das ist ein SUV, so wie der e-tron, für unter 40.000 Euro. Ja, also da kracht es richtig dafür. Da geht's voll ab. Und wir sind eingeladen. Wir organisiert uns den Termin bei BYD. Oh, geil. Das ist ja cool. Er macht das in die BYD. Ja, da müssen wir nochmal nach China. Ich war ja schon mal da.
Und ey, das ist. Das, ich wette mit dir, Markus, du wirst da aussteigen aus dem Zug. Ja, nee, ich glaube, ich werde vom Glauben abfallen. Du wirst erstmal vom Glauben abfallen. Ja. Weil das allererste, wo ich gedacht habe, das gibt's doch gar nicht hier. Du wirst ja gar nichts auf der Straße. Ja. Oder fahren an die Autos vorbei. Also ein anderes Thema, ja. Na gut. Wir haben ja alle Themen heute. Ja. Gut, zu Sono mal ganz kurz noch zurück. Ja. So irgendwie. Ist halt nur wegen China, habe ich gesagt. Ja, genau. Also ich finde das schon schade. Ja, klar, die Jungs müssen ja auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Ja, aber ist schon schade, weil der Preis schon enorm gestiegen ist. Ja. Also nicht mal gerade um 1000 Euro, sondern wirklich 130% oder keine Ahnung. Es gibt ja noch die Hoffnung, dass es über irgendwie, dass sie die Akkumiete irgendwie hinkriegen, dass da irgendwas, dass sie was ja zurückgeben können. Ja. Aber Miete wissen wir auch immer, Miete zahlst du immer drauf. Ja. Also wenn du das Auto kaufst. Ja, aber es hilft ein bisschen beim Cashflow, oder? Ne? Ja, höchstens das, genau. Ja, deshalb auch dieser NIO, der hat diese Batterietauschsystem, ne? Hat er mir darüber ein Video geschickt auch. Ja, stimmt, die haben jetzt das erste Mal auch so eine, also die Chinesen wieder zurück, die haben ja tatsächlich so eine Batteriewechselstation. Genau, was der Tesla auch schon mal gemacht hatte, aber hat nicht funktioniert, weil jeder irgendwie seine eigene Batterie behalten wollte. Natürlich, das ist der meiste, du willst auch nicht deine 30.000 Euro Batterie irgendjemandem nichts Besten dann geben, ja. Aber wenn die Batterie dir eh nicht gehört, sondern NIO, das ist ja wurscht. Ja, genau. Weil die kümmern sich um den Laden, um das Pflegen der Batterien, alles. Ne? Ja. Ist schon ein gutes Konzept. Ich meine, wenn die Batterien günstiger werden mit der Zeit, ja. Und wirklich aber gut, haben wir gemerkt, dass die nicht günstiger werden. Ja, also Sion hat es ja gemerkt, das Sono. Ja, und das ist auch der Punkt, habe ich auch mal im Video vorhin mit dem Rolf noch gesagt. Wenn du die Zahl betrachtest, jetzt, wie die Batteriepreise sich entwickeln, ja, jeder hat zu kämpfen, außer Tesla. Tesla mit Panasonic zusammen, das sind die einzigen, die richtig gute Margen haben, ja, und nur richtig kostengünstig produzieren können, ja, nimmst du nicht zurück, oder? Ja, weil die von vornherein eine andere Taktik gefahren haben, ja, und sich früh genug mit Panasonic hat verheiratet haben zusammen, ja, ein richtig gutes Auto gebaut, also das siehst du schon, dass die eigentlich ad hoc irgendwie gehandelt haben auf dem Markt, sondern richtig einen Masterplan hatten, ja, was sie tatsächlich ja haben, ja, Masterplan 1 und dann 2. Das wurde einfach durchgezogen, ja. Trotz dieser ganzen Widrigkeiten und des Gegenwindes von der Industrie und Presse und was weiß ich was alles, auch in Amerika, in Deutschland, überall, haben die es jetzt durchgezogen und ja, was kannst du jetzt noch gegen Tesla groß sagen, ja. Also ich glaube, heute kommt keiner mehr, sagt, die gehen morgen pleite. Ich glaube nicht mehr, dass es noch... Oh, doch, ich habe wieder was gesehen. Ja, verbessert. Oder sind die Leute, die noch irgendwo zurück sind von Informationen? Ja, die lesen die Zeitung von vorgestern. Ja, genau, keine Ahnung. Also ich glaube, die Firma hält schon. Aber das ist auch nochmal Tesla zum Thema. Interessant ist, wir hatten vorhin mal ganz kurz drüber gesprochen, der Elon wollte eigentlich diese Firma gar nicht so groß aufblasen. Ja? Wie gesagt, man muss immer noch wissen, Elon will zum Mars. Ne? Das ist sein Ziel. Er will zum Mars fliegen. Das, was er hier mit den Autos macht, das ist so eine Nebengeschichte. Ja? Das ist eins von seinen... Einer seiner größten Fehler, hat er, glaube ich, mal gesagt. Ja, ja, genau. Eine Autofirma. Ja, ja, genau. Genau. Das ist so das schrecklich. Ist, ja, das ist eine von seinen Geschichten, die er da noch parallel die Welt verbessern will. Ja? So. Aber er will zum Mars. Und er sagt ja auch, er wollte eigentlich nicht jetzt eine riesig große Autofirma, die meisten Autos der Welt produziert, das will er eh nicht, aber das will er gar nicht. Ja? Er wollte eigentlich nur die ganze Industrie bewegen in eine Richtung, also ein bisschen Druck ausüben. So. Und vor kurzem hat er das noch sogar irgendwo gesagt, dass er deshalb größer werden muss, eigentlich, ja, mit der Produktion, weil die Großen es immer noch nicht gerafft haben. Ja, und, weil sie immer noch ausschalten können. Genau, die genau. Das sieht man bei Jaguar, ne? Ja, richtig. Ja, wenn du die IPs gleich dann nicht wieder vom Markt nehmen. Genau, weil den Druck kannst du nur ausüben, wenn du groß genug bist, ja, und wirklich hier Markteinteile einheimst, ja. Dann kannst du Druck ausüben auf die Großen. So, wenn die sagen, halt, guck mal, Tesla, das ist so, ist heute immer noch so, ja, so ein 40-Win, sag ich mal, ja, und die 1% oder nicht mal 1%, was die haben, das interessiert ja keinen. Wenn die aber jetzt größer werden und dann irgendwann Marktanteile haben von 10-15%, dann ist der Druck enorm. Also in den USA interessiert es, glaube ich, schon. Also wir merken es, die etablierten Hersteller schon, dass klar, da einiges runtergeht von Marktanteilen. Ne? Ja, wir wissen ja, also hier in der Premium-Mittelklasse, Audi A4, M3, also nicht Model 3, sondern war doch ein Autopilot rein, ist besser. Genau. Autopilot, also wir wissen ja von dem Audi A4, wie gesagt, Mercedes E-Klasse und BMW 3er. Ja, das ist so dieses Premium-Mittelsegment. Mhm. Da sind die weit abgeschlagen in den Staaten. Ja. Natürlich kehrt dann BMW die Statistiken so um, dass sie sagen, wir verkaufen trotzdem mehr Autos, weil sie die SUVs mit reinrichten. Ja, das ist natürlich verschönend alles. Aber in diese Preis, also in diesem, ja, ich sag mal, diesem Segment, wo sich das Model 3 bewegt, das sind die Top in der Verkaufszahl. Ja. Und das wird in Europa genauso sein. Das wird so kommen. Und wenn
wenn wir alleine schon die hier in der Community ein Model 3 bestellt haben und damit rumfahren und das in der Straße dann den anderen zeigen, ey, was meinst du, wie die Nachbarn dann gucken? Weißt du, gibt's nämlich, bei mir haben auch schon gesagt, wenn du so ein Auto da hinstellst und dann kommen die dann und sagen, ja, was kostet das wieder? Ja, 80.000 Euro, 90.000 Euro? Nee, das kriegst du für 40, 45, sagen wir so. Ach was. Weißt du, weil da fahren ja viele rum, die dann solche Autos haben in der Preisklasse. Wobei, heute habe ich natürlich einen Dämpfer bekommen, weil da Rolf hat ja gesagt, dass das Model 3 erstmal im großen Akku erstmal bekommt nach Europa. Nicht im, den würde ich mir nicht leisten wollen. Ich hoffe, jetzt, dass der Rolf da nicht recht hat. ich glaube, dann wird es bei mir nicht das Model 3, weil das wäre dann zu teuer. Ja, also ich gebe auch kein 70.000 für einen Zweitwagen aus, also 60 oder was war 60, glaube ich, 60. Das sollen dann diejenigen fahren, die jetzt wirklich drauf gewartet haben. Eben. Aber es wird immer noch genug. Da warte ich wahrscheinlich auf den ganz kleinen Akku. Da warte ich lieber das eine. Ja, kann man machen. Naja, kaufe ich ja zwischenzeitlich ein anderes E-Auto. Der Christian Scheidt hat jetzt einen, sein Vater bekommt den Kona Electric. Geil. Und der kriegt den irgendwie so, das ist so ein Werkswagen oder so, der kriegt den im Januar schon. Ja, wie geil. Mensch, ist das Christian und Papa, klasse. Ja, super. Vielleicht haben wir ja auch mal so Glück, dass ich dann vielleicht doch, wenn ich jetzt sage, okay, Model 3 wird es nicht, dass meine Frau den Kona Electric vielleicht doch früher irgendwie kriegt. Also Leute, alle Unterhändler hier in Deutschland, Mensch, irgendwie, wir nehmen jede Farbe. Du hast erzählt, du kannst ja fahren doch jetzt damit, du kriegst, gell? Aber du kriegst halt... Ja, ich fahre den jetzt am Mittwoch. Ja. Mittwoch auf Donnerstag. Aber du kriegst den, du wolltest ja mehr als einen Tag noch kriegen, gell? Jetzt kriegst du, ich kriege über Nacht, kriege ich ihn. Ja. Ich darf nachts fahren. Ja, das ist ja geil. Ja, aber das ist. Ja, aber der Schräg kommt ja auch mit dem Kona, da fahren wir auch mal, da darfst du auch mal fahren. Ja, aber der Frank, Kanal Schräg, der kriegt ja die Autos immer sehr, sehr lange. Ja, ja, der kriegt die immer sehr lange. Irgendwie macht der was macht besser. Sehr viel, der macht doch sehr viel Werbung noch. Hast du gesehen, sein Model 3 Video, Fahrt über die Schwäbische Alb? Ja. 20.000 Klicks schon. Und seine Nummer, ja, normal sind die nicht so stark geklickt, die sind wie, gut, Entschuldigung, Frank, ich glaube 5.000 oder so. Ja. Ich bin immer froh auf 5.000 Klicks, ja. Ja. Aber 20.000. Ja, das siehst aber sehr wie, Da siehst du, wie interessant das ist, ja, klar. Das Model, das Auto. Model 3 auch und das Sion-Video von uns, was der André und ich gemacht haben, das hat auch schon ewig Klicks. Also du siehst, was die Leute eigentlich interessiert, ja, und wo sie draufklicken. Das ist halt auch so, von Christian war auch so ein Video drin mit dieser, wo der sein Nissan Leaf 1 in die Werkstatt gefahren hat, gell? Ja. Inspektion, Hauptuntersuchung. Das hat auch ohne Ende Klicks. Der Wahnsinn. Ja, und wir müssen jetzt nochmal den Uwe erwähnen. Uwe, ja genau. Uwe, du bist der Geilste. Ja. Hier, wenn du das jetzt siehst, was man auf, ich wollte dir schon meine Videos runterschreiben, ja, Michael habe ich schon geschrieben. Ja. Ich finde das so geil, was ihr gemacht habt. Das ist absolut top. Ich finde es so schade, dass ich nicht dabei sein konnte. Ich musste arbeiten. Ja, generell auch so, weil der Uwe guckt meine Videos auch komplett durch. Ja, Schreiben. Uwe ist super. Ja, ja. Er bringt die Sachen nach vorne. Und also, egal was was die anderen schreiben. Ich habe die auch drunter geschrieben, ja, dass ich hoffe, dass RTL das nicht zerreißt, weil das hat man nie angemerkt, dass sich das total genervt hat, wie das passiert war. Und ich fühle da voll mit, weil mich hätte es total auch genervt, ja, wenn da sitzt bei dir hinter dem Kamerateam drin, ja, und dann fährt das Auto zu Ende da. RTL hat mich übrigens angerufen am Freitag. Ja. Wir wollten, ja, ich bin aber nicht rangegangen. Ich wusste, wer das ist, ja. Ey, dann habe ich heute Morgen meine Mailbox abgehört. Mega, da war RTL dran, haben gesagt, hören Sie mal und so, wir würden gerne ein bisschen von Ihnen Footage noch nehmen. Ja. Wir haben uns fehlt da was. Da habe ich die heute zurückgerufen, das ist also schon 3 Tage danach zurückgerufen und die gesagt, oh, wir haben es schon zu helfen gewusst. Oh. Jetzt haben wir schon, die Bashing-Version rausgehauen. Ja, genau, das ist ein Bashing. Oder sie haben mir aus dem YouTube-Kanal das rausgeschnitten, geht ja auch, ne? Wenn du die Quelle nennst, kannst du es ja auch. Ja, die Videos sind ja wir hoffen wirklich, dass sie das jetzt hier, dass die da. Oder es wird ganz schrecklich, also richtig so, übertrieben schrecklich, dass jeder weiß, das ist gebashed. Ah, das wäre auch nicht schlecht. Ja, das wäre auch nicht schlecht. Nee, ich glaube, es wäre nicht gut. Also, nee, doch. Ich hoffe, dass die Jungs wirklich. Ich habe den Ofen noch an. Ich habe den Ofen nochmal dann geschrieben, ja. Okay. Und Voicemail auch hinterlassen und hin und her. Also im Ofen hat es richtig, richtig wehgetan. Ja. Und natürlich, er war im Rennmodus. Ja, klar. Und ich hätte genauso gefühlt, 100%. Willst du auch gewinnen und was weiß ich. 100%. Aber. Ich habe den Uwe beruhigt, habe gesagt, hör mal, ich glaube, das war das Beste, was dir passieren konnte. Klar, du hast natürlich jetzt dich geopfert, ja, dein Stolz geopfert, dein guten Ruf hast du nie geopfert, weil du kannst den gar nicht verlieren. Aber es wird gut werden, auch wenn wir jetzt daraus was Bashing-mäßiges machen. Ja. Weil die Leute informieren sich dann mehr drüber, über die Sache und werden herauskriegen, dass das gar nicht so ist. Ja, also wir wissen ja, du fährst ja wirklich hier auf extrem, also du fährst extrem halt, ja, und versuchst mit 1% da anzukommen, ja, und wir wissen ja alle, das wäre so, als wenn du beim Verbrenner, keine Ahnung, auf letzten Tropfen da fahren würdest, wo du nicht mal genau weißt, ob das funktioniert, ja, hier hast du noch eine relativ gute Anzeige. Ja, und ich meine, Gott, es ist halt so, wie es jetzt ist, ja, da war zufällig das Kamerateam halt im Auto drin, ja,
Ja, aber ja, wir hoffen, dass es wirklich gut rüberkommt. Aber die Sache, was ihr gemacht habt. Aber wir haben dich trotzdem lieb auch. Ja. Und die Sache, was ihr gemacht habt, alleine ja. dafür, sage ich mal, fünf Sterne. Auch, ja. Ja, absolut. Weil der Michael Schmidt guckt nicht so meine Videos an. Genau, es guckt das vielleicht. Der Ofe verlinkt das dann. Ja. Aber der Ofe guckt an. Also Ofe, ja. Also das war jetzt der Ofe-Teil. Ja. Ich glaube, ich muss in jedem Video mal Ofe-Teil machen auch. Also einfach mal. Wir müssen uns wieder mal treffen übrigens. Ja? Wir also, können uns mal wieder mal treffen irgendwo. Ja. Und dann so ein. Genau, wir könnten ja mal die drei an der Ladesäule, die drei von der Tankstelle, von der Ladestelle, mit Ofe mal machen. Ja, ja, Ofe, melde dich. Genau. Melde dich. Du bist ja auch so weg vom Schuss. Ich wohne ja mittendrin in Deutschland, ich habe es jetzt einfacher, ja. Ich kann ja überall hinfahren. Wir treffen uns beim André Bechtold, bei der Zahnarztpraxis, der macht ja eine professionelle Zahnreinigung. Wobei, vielleicht ist das schon alle... Genau. André, alles gut. Und alles gut. Am Mittwoch bin ich da, gell. Nebenbei mal. Ja, das ist so, ja. Ja, was haben wir denn? Was haben wir, die Sion haben wir, glaube ich, abgehandelt. Also, Sion, ja. Haben wir gesagt. Ofe. Ego, übrigens, also jetzt mal zum Ego. Sion, ja. Ego, ja. So ein paar Infos. Ich bin ja in Ego ja auch relativ gut vernetzt, so über einen Kumpel von mir, der da sehr stark da in den Vertriebsstrukturen jetzt da drin ist, sage ich jetzt mal. Also auch. Und, das sagst du jetzt einfach mal so. Nee, ist so. Ja. Und ich habe ja auch ein Ego ja vorbestellt. Also habe ich auch. Ich weiß nicht, wie viel. Autos nicht vorbestellt. So viel will ich gar nicht kaufen. Du bist so ein reicher Sack, weißt du? Nein, vorbestellt heißt, wenn du Geld hinlegen, kannst du wieder zurückholen. Gut, aber egal. Auf jeden Fall, ja, die kommen auch nicht in die Pulle. Ja, die kommen ja auch nicht. Das Auto wurde jetzt verschoben, weil die Homologisierung, ja, heißt es, glaube ich, ja, die haben es nicht geschafft jetzt vor dem Winter für den Winterbetrieb. Und jetzt mal, das wäre halt die Alternative wäre gewesen, nach Skandinavien zu fahren, dort für verdammt viel Geld das zu machen. Das wollten sie nicht, ja. So, und jetzt haben sie es halt nach dem Winter geschoben, das Ganze. War, glaube ich, ein Grund, war noch ein anderer Grund dabei. So, und jetzt wird das jetzt irgendwie zwischen April und September ausgeliefert, je nach Ranking. Und ja, ist natürlich jetzt auch um ein Jahr verschoben worden, was ursprünglich geplant war, ja. Und erstmal auch die First Edition Modelle, was ja letzten Endes, glaube ich, 22.000 Euro kosten wird. Für das kleine Stadtauto. Allerdings muss ich sagen, da gibt es ja auch schon konkrete Preismodelle, also mit Leasing. Und die sehen echt nicht schlecht aus. Also ich kann nur raushauen, es fängt an bei 69 Euro im Monat. 69 ohne Anzahlung. Also wenn du die 4.000 Euro Subvention reinhaust, was du vom Staat und vom Hersteller kriegst. Weil das zählt natürlich dann. Ja, genau. Und dann hast du eine monatliche Rate von 69 Euro auf 3 Jahre oder 4 Jahre. So. Wie viele Kilometer? 10.000? 10.000 im Jahr inkludiert. So, und wenn du jetzt dann, und das geht hoch dann am Ende bis 199, glaube ich. Also das wäre so das höchst ausgebaute, nee, Quatsch, 159. 159 ist das teuerste Modell. Aber Leute, wenn ihr was auf Kilometer macht, ja, und ihr habt noch nie ein E-Auto gefahren, nehmt am besten die Kilometer, die ihr jetzt fahrt, und ja, mal zwei. Ja, ist auch so. Und dann wisst ihr, was ihr mit dem E-Auto fahren werdet. Ist auch so. Also im ersten Jahr, im zweiten wird es vielleicht wieder anders sein. Aber ja, weil du fährst einfach mehr, ja. Und du gehst jetzt einkaufen extra zweimal, damit du, weil das so viel Geld so Spaß macht. Ja, du fährst die ganzen E-Auto-Events auch. Ja, ist auch so. Was hast du denn? Temporär ausgeschaltet, das ist dann direkt. Ich habe wahrscheinlich nicht aufgepasst. Wenn man labert, also wenn Tesla, ne? Wenn du jetzt hier ignorierst, ja, dass ein Autopilot an ist und du ignorierst das Lenkrad zu bewegen, ja, dann irgendwann sagt er dir, das war's dann. Idiot, ja, wenn du es nicht raffst, dann schalte ich das einfach ab. Ne? Stimmt. Ja. Und dann machst du, und dann musst du anhalten, Park reinmachen. Scheiß Tesla. Genau, Park reinmachen, damit du wieder das machen darfst. Ich meine, so Erziehungseffekt ist, finde ich gar nicht so schlecht. Autonomes Fahren ist auch nochmal ein schönes Thema. Ja. Weil dieses autonome Fahren, da gibt es ja einen, der Heger, Mario Heger heißt der. Mhm. Der hat das Buch geschrieben, der letzte Führerschein-Neuling ist schon geboren. Ja. Ich verlinke das mal unten. Glaub ich glaube, der Herr Stühling hat gerade auch was über ihn erzählt. Und ich bin auch mit ihm verabredet, mit dem Mario. Ne? Wenn wir das nächste Mal dort sind, du bist auch dabei. Ach cool. Ja, ich habe schon mit ihm geschrieben, und es gab zum Tesla-Event und so. Ja. Treffen wir uns. Ja, cool. Und mal ein Interview. Ja, super. So, also der ist da direkt in Kalifornien und der sieht diese autonomen Autos da drin flitzen. Ja? Uber? Ja, Uber. Nee, nicht Uber, alle. Waymo und so. Ja, Uber ist ja nur ein Service, ja, die wollen ja autonom alle werden. Möglichen, ja. Alles Mögliche, alles Mögliche. Also, der gibt es in seinem Buch. Ja, der hat auch einen Blog, ja, den Blog verlinken wir auch mal. Könnt ihr mal nachlesen. Ja. Da werden auch viele Videos gezeigt, wie dann die ganzen
Waymo-Autos da die Straße sehen und so, ja. Wie die so tolle Situationen meistern, ja, zum Beispiel irgendwie... Das ist Härtefälle, ich meine, ja, Kinder rennen von schräg hinten über die Straße und da kommt ein Fahrradfahrer von links und, oder irgendein Auto fährt falsch rum auf dem Streifen rum, also in der Einbahnstraße, wie dann das Auto damit umgeht. Stimmt. So, und die sehen halt eben Waymo, ich glaube, das heißt, wie ist das 10, die Ausfälle, oder wie viel Kilometer ist ein Ausfall, wenn der Fahrer eingreifen muss? Ich glaube, Waymo ist bei 10.000 Meilen oder so, bis die einen Fehler macht, bis das Auto einen Fehler macht. Ja? Und Mercedes ist, glaube ich, bei 1.000 gerade oder sowas, ne? Um mal zu sehen, wo die stecken. Ja? Und keiner kann einschätzen, wo Tesla steckt. Ich habe mit dem schon geschrieben, mit dem Mario, und da hat er gesagt, du, das ist für uns eine riesen Blackbox, wir wissen es nicht. Mhm. Wir vermuten, dass Tesla besser ist als Waymo. Aber wir wissen es nicht. Weil Tesla die Zahlen nicht rausdrückt, oder wie? Nee, weil die einfach da nicht so in diesem Ding, in dieser Cloud da drin sind, Okay. Das alles testet da in diesem Bereich. Aber Tesla hat selber mal so eine Statistik gemacht, glaube ich, dass die gesagt haben, wie die Wahrscheinlichkeit ist mit Unfällen hin und her bei autonomen Fahren und bei nicht autonomen. Also irgendwie waren die bei Milliarden, also das zehnfache oder 20-fache ja, besser. Das ist klar. Ja. Aber es geht ja darum, dass das autonom fahrende Auto keine Fehler macht. Ja, genau. Und der Mensch macht ja schon alle 100 Kilometer einen Fehler. Ja. Ja, Mercedes jetzt alle 1000 und Waymo alle 10.000. Ja. Wahrscheinlich lüge ich, nächstes nach, wahrscheinlich gibt es bessere Zahlen als die ich jetzt im Kopf habe. Aber so die Größenordnung meine ich passen. Ja. Vielleicht hängt noch eine Null dran, keine Ahnung. Das wird auch kommen. Also, das kommt. Und Tesla kann man nicht einschätzen, aber die Vermutung ist nahe, dass Tesla alles schlafen wird, weil die ja jetzt schon Erfahrung haben, überall die Kameras sind drin. Milliarden Kilometer an Erfahrung. Milliarden Kilometer. Und der Elon Musk hat ja auch gesagt, so wie das die Deutschen andenken, dass die Autos miteinander kommunizieren müssen oder auch die Ampeln kommunizieren müssen mit den Autos oder den Fußgänger so irgendwas um den Hals kriegen und die Fahrradfahrer irgendwas um den Hals kriegen, damit die kommunizieren mit dem Auto. Das kann nicht funktionieren. Weil du kannst mit deinem selbstfahrenden Auto dann nur in dem Bereich fahren, wo das alles funktioniert, wo die alle miteinander vernetzt sind. Aber sein Ansatz ist ja, das hat Augen, das Auto kriegt Augen, wie die Menschen auch, und müsste dann mit diesen Eindrücken arbeiten. Und dann brauchen die keine andere Vernetzung haben. Ja? Die müssen nur die KI, die künstliche Intelligenz, also Sensorik, und die eigene Sensorik muss so weit sein, dass es. Aber ich glaube schon, dass Schwarmintelligenz, also Autos untereinander, werden schon kommunizieren. Weil dann hat Edge Machine auch keine Staus. Da wo es geht, aber fahr doch jetzt mal jetzt hier rechts ab in den Wald. Sagst du jetzt dem, ich bin jetzt zum nächsten Parkplatz, ich möchte einen muss auf die Toilette. Ja? Genau. Ja, ich weiß nicht, was du sagst. Jetzt wollen wir nachher mal, ja. Genau. Ja, wir jetzt nicht, oder? Ist das so? Ja. Nein, heute kann ich nicht. Heute fühle ich mich nicht so. Hast du wieder deine Migräne? Die Migräne. Wie letztens in Hamburg. Ja, da hatte ich auch. Hast du so Migräne gehabt, Oh, Hamburg auf der Fahrt, der so nebenbei mal, gell? Da bin ich ja wirklich mit Tesla, ich fahre jetzt nicht so schnell. Da bin ich mit 200, weil, also muss man ab, Kassel ist immer, die Straßen sind da leer. Ne? Da bin ich 200 gefahren auf der linken Spur und dann in der mittleren Spur fährt das so ein Bus. Ja, so. Ja. Jetzt pass auf. Und ich gucke schon so, irgendwie fährt die komisch, gell? Und dann kommt sie vor mir raus, 10 Meter oder 50, also gefühlt, keine Ahnung, vielleicht was war 20. Kommt sie raus, mit 120 vielleicht und ich bin 200 angebrettert, gell? Voll in die Eisen gestiegen. Ich bin echt, glaube ich, gefühlt so 1 Millimeter vor dem, also hinter dem stehen, also nicht stehen geblieben, aber so abgebremst. Ich habe gedacht, erstmal, wenn ich jetzt rauben würde wieder, dann könnte ich mal wieder gleich einmal rauben, ja? Dann bin ich an die Dame ran, also ich hupe jetzt nicht, also ich bin ja auch nicht so der Huper, weil dann ist schon zu spät, ja. So, und dann bin ich so neben dran gefahren, habe die Dame dann wirklich so angeguckt, so irgendwie dann nur den Kopf geschüttelt. Aber ich habe auch gedacht, die ganz leere Autobahn und die überholt genau da, wo ich bin, komme, überholt sie dann. Echt? Naja gut, so nebenbei eine Story. Ja. Also siehst du, wie schnell sowas vorbei sein kann, ne? Nee, ich glaube, dass die Autos, wenn sie autonom fahren, besser fahren als wir. Und die Leute, die jetzt sagen, das kann ich mir nicht vorstellen und das will ich nicht, ich möchte Autos selber fahren, ja, das macht viel mehr Spaß. Ja. Das können wir uns vielleicht nicht mehr leisten. Ja, selber fahren kannst du niemand leisten. Kann ich mir mal leisten, die Versicherungen werden zu teuer sein. Genau, das heißt, Moment, Herr Meinschein, wenn Sie selbst fahren möchten, dann zahlen Sie statt irgendwie 500 Euro, zahlen Sie 2500 Euro. Ja, oder 50.000. Das sind ja die größte Gefahr im Straßenverkehr. Ja, genau. Ja. Aber das wird kommen, Leute. Ist auch so. Ist so. Aber das Autofahren, ich meine, weißt du, wir bewerten das vielleicht viel zu hoch, also gerade in unserer Generation, aber meine Kinder selbst, die interessieren sich doch null dafür, die wollen von A nach B kommen. Wenn ich meine, da ist 19 der Große, der Kleine ist 14, der Kleine, der fahr mich dahin. Selbst der Große sagt,
mir wurscht, ob ich jetzt mit dir fahre oder sonst was. Ja. Also der hat gar keinen Bock mehr, selber zu fahren. Ja, ich habe auch mal so eine Art Video gemacht und, über dieses autonome Fahren. Und da haben wir auch mit Waymo kurz gesprochen. Da hat eine runter als Kommentar geschrieben, die sind ja so hässlich mit diesen komischen Kameras drumherum. Will ich mir nie kaufen. Ja, genau. Darauf kommt es nicht an, Leute. Nee, überhaupt nicht. Weil das Auto wird ja sowieso nicht gehören. Es kommt darauf an, von A nach B zu kommen. Nicht und diese Firmen, die diese Autos dann bauen, Waymo, also Google, oder ein paar Chinesen, die bauen diese scheiß Antennen auf alles Autos drauf. Also können sie überall drauf bauen. Weil die Autohersteller werden nur noch dann die Blechbieger, wie du es mal letztens gesagt hast, die Blechbieger sein. Ja. Die Marke ist vollkommen egal. Die Software. Software, Hardwarehersteller, wie jetzt schon in allen Bereichen der Industrie, werden dominieren. Und das sind die ganz großen wieder, wie Apple, wie Samsung. Ja. Die werden ihre Software, ihre Apps, ihre komplette Vernetzung anbieten und werden wieder nach oben schießen. Und die Autohersteller, die früher jetzt Motoren und Getriebe gebaut haben, das ist egal. So ein E-Motor, das baut irgendeine pakistanische Firma wahrscheinlich im Hinterhof. Ja? Das ist eigentlich keine große Sache. So, und dann, oder werden das dann irgendwie, oder die Großen werden das lizenzieren, dass das jeder für ein Apple und Ei bauen kann. So. Und dann werden das nur noch, sage ich mal, fahrende Computer sein, wo die Software entscheidend ist. Ja? Wer die bessere Software hat, das wird es dann sein. Und das beste Entertainment-Programm an Bord. Ja, vielleicht sowas. Genau. So banale Sachen. Und du machst dann eine Flatrate für deinen Strom oder ist das Auto schon mit dabei? Ja, sowieso. Ja. Services, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Das ist ja auch so ein Kreiselthema, was ganz stark in unserem Video nochmal zu zeigen. Es geht in Zukunft nur noch um Dienste, also Services. Das heißt, es spielt auch keine Rolle mehr, wie du von Hamburg nach München kommst, sondern es geht dann so los, du stehst da bei dir daheim im Flur und drückst auf dein Handy-App und sagst, ich muss jetzt nach Hamburg. So, dann heißt es, okay, unten wartet auf dich so Knutsch-Gurke da, sag ich mal, da steigst du ein mit deinem Koffer, das bringt dich dann vollautonom zum Bahnhof, dann fährst du mit dem ICE. Ja, oder kein ICE, sondern so ein größerer Bus oder sowas. Ja, oder so ein anderer autonomes Ding. Das geht zum nächsten Mobilitätsfahrzeug, sag ich mal. Ja, das kann ein Zug sein in dem Fall. Flugzeug, je nachdem, wenn sie... Ja, soll ja ökonomisch und ökologisch auch welche. Weil die sind ja dann elektrisch auch. Ja, genau. Also auf jeden Fall bring dich das einmal zum Zug, und dann fährst du und dort wartet wieder auf dich halt irgend so ein, wenn du vielleicht ein bisschen außerhalb von Hamburg was zu tun hast, dann wartet wieder so ein mobiles Gerät auf dich und das bringt dich dann dahin. Oder also so ein Minibus dann, der sowieso schon zwei andere Passagiere hat. Ne? Genau. Und jetzt kommt's. Warum ist das jetzt Services? Weil du ja nicht mehr du bezahlst ja nicht mehr die einzelnen Fahrzeuge in dem Fall, sondern du bezahlst die Kilometer. Ja, das heißt dann, okay, ich bezahle im Monat, ich sage jetzt mal 300 Euro für 2000 Kilometer, die du inklusive hast. Genau. So, und wie die 2000 Kilometer zustande kommen, vollkommen egal, ob das mit dem Auto ist oder das mit dem Zug ist. Ja. Und so wird die Mobilität in Zukunft funktionieren. Und dann machst du dir keinen Gedanken mehr, was Strom kostet oder was Energie kostet, überhaupt nicht. Benzin gibt es ja eh nicht mehr, weil alles nur noch in solchen Abos. Schöner Nebensatz, Benzin gibt es ja eh nicht mehr. Ja, Hater raus. Es wird nur noch Abos geben und nebenbei, Jungs, also die Abo-Modelle haben sich in allen Bereichen bewährt. Ja. Ja. Ich sag nur Netflix, Amazon Prime, es hat mit den Handys angefangen, und überall hast du mittlerweile Abos. Weil bei mir in der IT gibt es auch so viele Abo-Modelle, das gibt es ja gar nicht. Ja, Adobe zum Beispiel, alles. Diese Microsoft Office 365, Adobe macht ja auch mittlerweile. Das ist super, das ist ein geiles Konzept, weil du Kunden bindest. Ja. Kundenbindung ist das Allerwichtigste. Ja, du bist in einer Cloud drin praktisch. Ja. So nee, du gehst nicht mehr raus. Ja, du bist in deiner eigenen Cloud. Genau, weil du überlegst, sag mal so, zum Beispiel Office 365, ja, kostet sag mal so ein Paket irgendwie, inklusive Steuer vielleicht 13 Euro, ne? 12,50 oder irgend sowas. So, dann hast du halt immer die neueste Version. Du machst dir keinen Gedanken, ob du das wirklich brauchst oder machst keine Milchmädchenrechnung, ob da 5 Jahre rentiert oder 8 Jahre rentiert. Interessiert keine Sau, weil die wissen, du bekommst diesen goldenen Käfig, was bei Tesla ja auch gibt. Ja? Und du hast einfach, du zahlst 15 Euro im Monat als Businesskunde, das ist ja eigentlich kein Geld. Und dann sagst du, okay, dafür habe ich immer die neueste Version. Muss mich immer alle 2 Jahre kaufen, installieren, läuft ab, was auch immer, Ärger, einen ITler holen, der das installiert. So hast du immer die neueste Variante fertig. Und dieses Abo-Modell kannst du adaptieren in allen Bereichen der Industrie oder Wirtschaft. Ja. Das ist so geil, das funktioniert immer. Du bindest die Kunden, die sind zufrieden, deshalb goldener Käfig. Die sind eigentlich zufrieden, was die haben, wollen gar nicht raus, bezahlen immer monatlich so ein Obolus. Da kündigen natürlich auch wenige. Ja. Davon leben ja ganze Wirtschaftszweige wie Energieversorger. Wie viele Leute kündigen? Manche kündigen jährlich, die ein bisschen danach gucken, weil sie sagen, okay, ich bekomme immer was Günstigeres. Aber die meisten nehmen irgendeinen Vertrag und dann bleiben sie 10 Jahre da drin. Und davon leben die. Ja.
Oder du zahlst mit deinen Daten. Ja. Wie heißt das? Payback, diese Karte, ne? Ja, genau. Habe ich übrigens nicht. Habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht. Wenn die den Warenkorb sehen, wissen die alles. Ja, das ist, ja, erstens aber, das und zweitens ja, ist das Payback. Aber Payback haben viele Leute. Viele Leute, die sich auch beschweren, dass sie ihre Daten nicht hergeben wollen. Ja. Genau. Haben deine Payback-Karte. Ja, ja, weil du 2 Cent fragen kannst da irgendwo. Ich dachte mich immer kaputt. Ja, in der Familie ist es auch so. Ja. Sag mal, was hast du, Payback? Aber ja, ich will diese Daten und so und ich mache immer die Kamera aus, wenn ich irgendwas mache. Also, genau. Du hast eine Payback-Karte, okay. Ja, genau. Danke. Ja, danke. Ja, danke. Sie können dein, genau, und dein Konsumprofil komplett kommen. Genau. Ja. Du gibst deine Daten für Umme, für nichts, ja, und dafür hast du dann irgendwie eine andere Flat, eine günstigere Flat oder sowas. Ne? Ja. Jeder darf sehen, wo ich hinfahre oder so. Ja, wenn ich damit 20 Euro im Monat verdiene oder 30, ne? Richtig. Warum nicht? Ne? Ich habe ja nichts zu verbergen. Also ich sag, also Mobilität wird in Zukunft, ich glaube nicht mehr, dass es so viel mit Emotionen zu tun haben wird, wie wir das uns noch vorstellen. Ja, also mein Herz hängt so in meinem Auto, ich liebe das so. Weißt du, es gibt, es wird immer Leute geben, die Autos sammeln, wie alles andere auch. Ja, es gibt Briefmarkensammler, es gibt Autosammler, und Leute, die vielleicht, sagen wir mal, technikbegeistert sind, die sehen das ja auch anders. Aber für die Masse ist Mobilität einfach nur, ist Mobilität einfach nur so ein Ding, ja. Und die wollen von A nach B und dann ist das völlig egal. Hauptsache schnell nach hinkommen, ja, ohne Staus, ohne diesen ganzen Stress unterwegs. Willst du Bonbon haben? Darf ich den Bonbon anbieten? Nee, jetzt nicht, später. Ich sehe nur noch eins da. Ja, ich hätte dir dann angelutscht und dir noch. Oh, danke, das ist Teilmund. Nächstes Mal eins da. Nee, kannst du ruhig. Nee, und also das ist so der Punkt, den ich rede. Also ich glaube, wir sehen das wirklich zu sehr aus diesem Auge, also aus unserem Auge. Für mich war das Allerwichtigste, mit 18 den Führerschein zu haben. Ja. Und für 500 Mark habe ich mir irgendeine Gurke gekauft, was schon völlig im Arsch war. Ja, aber Hauptsache mal schnell ein Auto gekauft. Ja. Mhm. So, und das war das Wichtigste, mobil zu sein. Und dann bist du damit rumgefahren und dann musstest du gefühlt jede Woche in die Werkstatt, weil irgendwas kaputt war. Ja. Und selber konnte ich auch noch was machen. Da konntest du noch was am Auto schrauben, heute kannst du gar nichts mehr machen. So. Aber wenn ich meine Kinder angucke, hey, für die ist das Handy das Wichtigste. Die leben in dieser Handywelt. Ja. Das Auto ist doch, was ist denn das? Ja. Und ich glaube, so muss man es wirklich sehen, weil das ist die Zukunft. Unsere Kinder sind die Zukunft. Die zeigen heute schon, wo es in Zukunft hingeht. Ja? Und wenn man mit denen mal redet, was ist für euch wichtig, dann kriegst du ganz andere Antworten, was für uns wichtig ist. Ja? Aber Kinder an die Macht. Die alten Säcke weg. Was machen wir denn mit dem Merz jetzt, mit dem Friedrich? Friedrich Merz? Oh, politisch wird es jetzt, ja. Machen wir mit dem. Ja. Was ist denn das für eine? Was hast du für eine? Hast du eine Meinung oder noch nicht so? Das Problem ist halt, ich versuch möglichst wenig Meinung zu bilden aus diesen Mainstream-Geschichten, weil ich weiß mittlerweile ja durch unsere Geschichten, was wir hier alles erleben, ich sag jetzt mal, leite ich mal ab, dass du woanders genauso verarscht wirst, weißt du? Ja. Natürlich bashen die jetzt gegen den, weil der Typ ja ein bisschen mehr auf dem Konto hat. Er ist halt ein Unternehmer, ja, irgendwo, beziehungsweise halt. Ich meine, BlackRock ist ja auch nicht so meine Lieblingsfirma wahrscheinlich auf der Liste. Ja, aber. Steht auch nicht ganz weit oben, ne? Ja, hier. Aber mein Gott, es ist halt logisch, gehört irgendwo zur Elite, ja, der Mann. Und also ich habe jetzt, ich muss ehrlich sagen, in diesem Bereich, ob es jetzt die AKK, die heißt noch AKK, die Annegret Kramp-Karrenbauer. Sagt kein Mensch mehr. Was? Annegret Kramp-Karrenbauer sagt ja kein Mensch mehr, weil das keiner kann aussprechen. Ne? Nee, kann nicht. Allein aus diesem Grund darfst du schon nicht Kanzlerin, sage ich schon. Parteivorsitzender werden. Ja, automatisch. Weil im Ausland ist keine Ausländer. Wahrscheinlich wird das auch dann Kanzleramt bedeuten, genau. Also die heißen noch AKK, überall. So, und die, und der Spahn, ich weiß nicht, der hat sich vielleicht ein bisschen verscherzt mit seinem Gesundheitsministerium. Kram, da weiß er, hat ein paar Sprüche losgelassen. Ja, kommt jetzt so sympathisch drüber irgendwie, ja. Und der Merz, also wenn ich jetzt, also ich bin jetzt kein Merz-Fan, aber wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich schon sagen, dass der Merz das macht, glaube ich. Ja, höchstwahrscheinlich. Was meinst du? Ich habe mir noch keine Meinung gebildet. Also erstmal finde ich auf jeden Fall besser als irgendwelche Linken. Ja. Ja. Aber ich finde ihn schon extrem ultra-rechts, also ultra-Finanz. Ja gut, man weiß aber auch nicht, ob die Sprüche, wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan von Merz. Man weiß aber nicht, ob die Sprüche jetzt auch nur kommen, um jetzt die AfD wieder zurückzuholen. Ja. Das ist ja auch so wieder so eine, weißt du, Politiker sind doch wie Fähnchen im Wind. Ja. Selbst der Wolf konnte sich sagen, was wir wählen sollen. Weißt du, ich habe doch noch Wolf gefragt. Ja, und das Gleiche passiert bei den Grünen. Also momentan, wenn wir jetzt in der E-Mobilitätsphase sind und rein nur die E-Mobilität betrachten, müssten wir alle Grünen wählen. Also nur der Sache wegen. Nur der Sache wegen. So. Also nicht jetzt andere Themen, ja, versprochen. Und wenn wir jetzt nur wegen der Sache in dieser Blase bleiben und sagen wir, die Grünen hätten eine große Macht,
also sagen wir wirklich eine Volkspartei niveaumäßig, ja, glaube ich nicht mehr. Und da gibt es auch ein gutes Beispiel dafür. Einfach nur, guck dir mal an, wer der Ministerpräsident in Baden-Württemberg ist und wie seine Politik ist. Ja. Dass es einfach dann nicht mehr so agieren können, wie sie das in der Opposition bzw. als kleine Partei tun. Ja, hier kannst du noch die Schnauze aufreißen und dagegen wäschen und eigentlich die Wahrheit sagen. Wenn du aber Volkspartei bist, dann ist dann, sind deine Interessen, die Wähler zu kriegen. Und da sind Themen wie Arbeitsplatzverlust, No-Go. Ja? So, das nimmst du nicht mal in den Mund. Und das ist das Grundproblem der Politik, dass Wahrheiten nicht gesagt werden können, weil das unbequeme Wahrheiten sind und dadurch Wähler verloren gehen. Und das ist so ein bisschen so strategisch gesehen die Zukunft, ja, wo Digitalisierung jetzt davor stehen und automatisch Arbeitslosen bekommen werden, traut sich kein Politiker an diese Themen heran. Und das sehe ich halt immer so als kritisch an. Ja. Und ich sage immer, ich käme der Richard David Precht raus, das ist so mein Lieblingsphilosoph im Internet, könnt ihr auch mal gucken. Das ist so ein Typ, der echt schon auf diese Probleme aufmerksam macht, ja, was jetzt kommt und auch sagt, dass die Politik halt leider nichts in diese Richtung macht. Und naja, gut. Also ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema. Politik ist immer so. Ich glaube, ich würde kein Politiker werden wollen, ja, weil auf kommunaler Ebene haben schon viele bei mir gesagt, ach, du geh doch in die Politik, wenn du was verändern willst. So wie das sich herummacht, ja. Also. Ja, mach doch irgendwas. Aber ich glaube, auf kommunaler Ebene kannst du noch was verändern. Vielleicht. Auf ganz kleiner Ebene. Ja. Aber ich, Umfeld, ne? Aber ich muss erst sagen, ich bin ja auch, wie gesagt, selbstständig und habe Kunden im mittelständischen, größeren Bereich schon und da kriege ich sehr viel mit, was zwischen Politik und diesen Firmen abgeht und das ist nicht mehr so sauber, wie man sich das vorstellt. Da geht es um Interessen ohne Ende, schon selbst im kommunalen Bereich schon. Ja. Und je höher du kommst, desto schlimmer wird es. Ja. Da musst du gucken. Ja, okay, wir lassen die Politik, das war die Politik ein. Politik teilt und cut. Ja, ist echt schwieriges Thema. Ja. Was haben wir denn noch? Ja, sind wir mal ein bisschen ruhig. Ist das jetzt so ein Nordisch Talking? Nordisch Talking, ja. Okay. Grüß dich, Thomas. Die Dacias. Ja, genug geschwiegen. Ja. So. Dacias. Ja. Ja. Dacias hier oben. Ja, das ist so. Also ich frage mich auch jedes Mal immer. Der Rolf hat das übrigens ganz gut gesagt, ja. Ja, ich habe ein bisschen so aufgerufen. Ja, Leute, dann kauft die Autos halt nicht mehr, die Verbrenner, kauft E-Fahrzeuge. Sage ich ja im Prinzip ja auch. Ja. Aber welche? Ja, genau. Aber ich sage dann immer im Nebensatz dazu, ich verstehe auch, wir können nicht alle hier E-Fahrzeuge kaufen, wo es einfach keine gibt. Ja, also nicht in dem Preissegment. Also wir können nicht alle hier 100.000 Euro Teslas kaufen. Und die anderen Autos gibt es einfach nicht in der Masse, um jetzt alle abzudecken. Ja, und, aber wir sagen halt immer, kauf keinen neuen Verbrenner. Genau. Kauf keine neuen Verbrenner. Kauf einfach gebrauchten Verbrenner, denn bei mir ist ja schon gebaut worden. Ja. Also. Hier, bei mir, wie gesagt, meine Kabine, ne? Das ist so mein keinen neuen Verbrenner, ja, kaufen. Meine Kabine, das ist so meine Volleyballer-Truppe, ja, eigentlich nennen der Jungs alle intelligent. So, und da kommen immer die hetzige Diskussion, ja, über E-Mobilität und ich bin immer so der natürlich pro E-Mobilität und der andere. Echt? Ja, ab und zu mal. Ja. Also, ich habe mich jetzt gewundert. Ich fahre schon mit einem Auto da nicht mehr. Nein. Mit einem Verbrenner? Ja, nein. Aber ich merke das auch schon, die Wandlung in den 2 Jahren, wo ich jetzt hier Auto fahre und ich bin das Thema aber schon seit 3, 4 Jahren dort an. Aber ich merke das immer am Anfang, fällt ich irgendwie so, das ist auch nur ein Auto mit einem anderen Antrieb. Ja? Also total, von dem geht es mittlerweile so, ach ja, was kostet das ein Ego? Weißt du, so, Nietzsche macht es so in dieser Bereich rüber. Da merkst du schon, dass der. Ja gut, ihr seid Limburg ja getroffen auch, ja, betroffen wegen. Ja, Limburg ist voll betroffen. Ja, voll betroffen. Ah, ja, genau, und da wollte ich auf das Thema hinaus, dass eigentlich jetzt mir auch ein Kumpel, ein Nachbar auch noch, der auch jetzt sein Auto verschrotten muss, das war völlig im Arsch, ja, also alles kaputt. Also er muss wirklich ein neues Auto holen, ja, also ein anderes, neues, gebrauchtes. Und dann habe ich nur geschrieben, was willst du denn kaufen, gell? Und was hast du für ein Budget und her? Und er will ja auch nicht viel, haben jetzt ein Kind bekommen, haben ausgebaut, ja. Das ist kein Geld. Ja, das ist kein Kohle, so. Und ja gut, dann war es schwierig, ja, und jetzt hat er sich doch Diesel mit 6B. Das ist Neuwagen. Nee, nicht Neuwagen. Oh, Gott sei Dank. 6B hat das geholt. Ja, 6B hast du, es gibt auch B. Der hat gesagt 6B. Also das ist ja schon sowieso so eine Sache, dass bei, ja, 6 gibt es A, B, C, D, E. Ja, genau. Das, ja, das ist ja schon mal geschummelt ohne Ende. Ja, oder? Irgendwo, klar. Aber okay, der muss das nicht. Aber gebraucht, okay. Gebraucht gekauft, ja, weil es halt okay. Nur keine neuen kaufen. Ja, ich habe ihm auch gesagt, kauf auf keinen Fall ein neues Auto und hin und her. Und es gibt halt einfach noch nicht elektrisch, was, wo er seinen Kinderwagen, sein Kind, seine Frau, ja, nee, mitnehmen kann. Ich meine,
weißt du, Kona, auch wenn, da kannst du einen neuen neu kriegen. Es gibt ja, es gibt keinen Gebrauchtwagenmarkt. Nissan Leaf 1, habe ich auch schon mal erzählt, will ein anderer Kumpel von mir kaufen. Die kosten, ey, die sind schweinig teuer noch. Ja? Also die kosten irgendwie 13.000 Euro noch, so ein 3-4 Jahre altes Auto. Also, ich meine, das ist ein gutes Auto und der Christian hat auch so ein Auto und die fahren ja noch. Ja? Aber die sind echt überteuert, weil die so gefragt sind, die Autos. Ja? Und Zoe kostet ja auch noch viel Geld. Und wenn du jetzt ein bisschen größeres Auto brauchst, wenn du so ein Kombi brauchst, weil du vielleicht, keine Ahnung, einen Kinderwagen reinbuchten willst und so, da gibt es einfach auf dem Markt noch nicht viel. Ja? Muss man auch so sehen. Also genau. Daher sage ich immer, bin voll auf der Seite Elektromobilität, aber aus dem Realismus heraus muss ich sagen, wie Markus schon gesagt hat, behalte das Auto, wenn es von der Bauform her zu euch passt und das wollt, ja, aber kauf nicht mehr in dieser Klasse was Neues, weil das ist, ganz ehrlich, wenn du heute für 50.000 Euro ein Dieselfahrzeug kaufst, egal ob du 6D Temp, was alles, was du kaufst, oder C, ist das Ding in 3 Jahren nicht mal 10.000 Euro wert. Ja, genau, weil da werden die anderen komplett das Rennen machen und dann sagt dir der Händler, wenn bei VW 2022, sage ich mal, vielleicht 50-60% noch Elektrofahrzeuge stehen würden, gehen wir davon aus, dann kriegst du für deinen Verbrenner gar nichts mehr. Ja, genau. Und auf dem privaten Gebrauchtwagenmarkt auch nichts mehr. Ja. Das heißt, die Wertverluste sind einprogrammiert, dass sie so hoch werden. Deshalb zu Ende fahren, die alten Gurken. Eine neue alte Gurke kaufen. Genau. Und dann höchstens eine neue alte Gurke gebraucht kaufen, genau. Wo vielleicht weniger Wertverlust da ist. Und danach voll in die E-Mobilität rein. Und zwar richtig. Voll elektrisch rein. Ja. Keine Hybride mehr, weil die Hybride sind auch immer mal dran. Ja, das ist auch so. Ja. Cool, ne? Ja, wir sind fast da, gell? Echt jetzt? Ja, noch 3 Minuten. Das machen wir ungeschnitten, das Video. Gell? Wir schneiden nichts. Das ist so geil, so ein Laber-Video. Hoffentlich geht der Ton. Das ist nur ja, doch, ich glaube schon. Sonst geht es nur eine Stunde lang so. Nee, geht schon. Ja. Ach ja. So ja, ja, das, Mensch. So ist das. Ja. Was war das? Achso, ich wollte mal fragen, weißt du, wie viel Follower weiblichen Anteils hast du? Also offiziell nur 1,2% oder 1,5%, die ist alle bei Uwe. Woher wissen die das denn? Die ist alle bei Uwe. Achso, ja. Nee, das Google weiß das, ja. Echt? Aber die wissen nicht, dass viele Frauen schwarz bei ihren Männern mitgucken. Ah, okay, das stimmt. Das können sie ja machen. Ach guck mal, der sieht so, was nach dem Motto so, ach, der sieht doch schön, der sieht doch hübsch aus. Der ist doch hübsch, ne? Also es sind viele Frauen, ich habe schon ganz, ganz viele Frauen getroffen, die uns gucken. Das sind garantiert mehr als 1,5%. Und dann frage ich manchmal auch, ja, wie ist denn, ja, bei meinem gucke ich da mit oder wie kann man sich da anmelden oder so auf die Art. Meine Frau guckt das nicht. Nett? Was? Meine Frau guckt mich nicht? Echt? Deine Frau guckt mich nicht? Nee, meine Frau guckt mich auch nicht. Nö, unsere Frau nicht. Meine Frau sagt immer, du spinnst total. Ja, meine nicht, weil nicht so freundlich zu mir. Ja, die sagt das so, aber so auf die Herkunft. Ich sag so Spinner, aber so im positiven Sinne Spinner. Ja, so liebenswerte Spinner. Ja, aber ich muss mal hier. Also so Spinner, die quasi so. So Spinnteil. Ja, ich sage immer, ja, man könnte natürlich auch in die Kneipe gehen, das Geld versaufen. Genau. Ja, aber vielleicht genau. Also für die Zeit meine ich mein Opfer. Ne? So, ich sehe jetzt nicht das Opfer. Ja, genau. Ich meine, ich finde es cool, wenn man das macht. Ich finde das toll. Ja, ich will jetzt auch nicht bekehren. Ich muss aber raus, gell? Ja, okay. Wir bringen ja immer so, kauft Autos und kauft E-Autos und alles. Ja, das hört sich immer so nach Bekehren an, ja, aber. Ja, das wollen wir, euch bekehren. Ja, irgendwo schon. Nee. Ja, nein, ich wollte jetzt sagen, ich will nicht bekehren im Sinne davon, dass jetzt alle. Dass ich alle abstempel, die das nicht tun. Also so will ich das nicht sagen, weißt du, so nach dem Motto schwarz oder weiß. Ja, so sehe ich es jetzt nicht. Aber ich sage immer nur, die Leute, die das Geld haben, heute schon, und die Auswahl hätten zwischen allen E-Fahrzeugen, also Tesla inbegriffen, ja, so viel Geld haben, und dann noch hergehen und so ein Diesel-SUV 5 Liter, was weiß ich, was da kaufen. Also da muss ich echt sagen. Und dann noch das Ding warm laufen lassen, wenn es kalt ist draußen. Haben wir letztens ein Video gesehen auf Facebook. Ja, also da muss ich sagen, ehrlich, das geht nicht. Weißt du, weil das ist so, weil die können nicht mal sagen, ja, das ist mir zu teuer oder so, ja. Die geben ja wahrscheinlich viel mehr Geld aus für ihre Q7 oder was weiß ich, was die heißen, diese Autos da. Und alle Zweitwegen, also Leute, die sich einen Zweitwagen leisten können, ja. Die haben, um ihre Kinder zur Schule zu fahren, zum Kindergarten und ins Sport fahren und so weiter, der Ehemann oder die Ehefrau, die dann nichts Geld verdient, weil der zweite Part halt eben das Auto hat. Also solange wir noch keine autonom fahrenden Autos haben, ist das halt so. Die Leute, die können sich garantiert ein E-Auto leisten. Die brauchen auch keine Reichweite von 550 Kilometer. Genau. Dann würde 200 Kilometer reichen. Reicht der Nissan Leaf. Noch weniger. Und die, genau die Leute wollen wir auch erreichen.
Deshalb müssen genau wir mehr Frauen erreichen, gell? Aber die Frauen sind, also die Frauen, ja, sind die Frauen fahren gerade die Großen. Aber die Frauen sind e-mobilitätsfreundlich. Habe ich letztens was gelesen. Ja. Die sind sehr viel positiver eingestellt der E-Mobilität gegenüber als die Männer. Weißt du, wie die Wahlen ausgegangen wären, wenn nur Frauen gewählt hätten? Ich glaube, Grüne mit Abstand am meisten, über 30%. Also Frauen, ja, wir brauchen mehr Frauen. Ja. Auch vor allem mit verantwortlichen Positionen. Weniger wir Männer machen das alles kaputt. Genau. Weniger AfDler bei Frauen. Ja, weniger AfD, weniger AfD. Wir brauchen mehr Frauen. Wir brauchen kluge Köpfe, junge Köpfe. Ja. Du musst bei dem zweiten hier durchfahren, ne? Dann den rechten Hand von den beiden. Okay. Kluge, junge Frauenköpfe brauchen wir. Ja, und auch natürlich kluge, junge Männerköpfe. Guck mal, so ein Christian Scheidt würde sofort zum Bundeskanzler wählen. Grüß dich, Christian. Also Frauen sind echt in dem Thema. Hast du Christian Scheidt, Bundeskanzler? Müssen noch unterschreiben. Ja, stimmt. Oh. Okay. Ja, der Christian, der ist super Typ, ja. Der ist noch ein bisschen jung. Aber der wird du noch. Musst ja mindestens, wie alt muss man sagen, um Kanzler zu werden zu können? Ich glaube, über 45, glaube ich, gell? Ach so, aber in die Politik kannst du ja schon früh. Politik kannst du früher, ja. Jetzt musst du laden, ja? Ja, das haben wir gerade hier dran. Hier steht meiner noch. Guck mal hier, wir sind alle frei. Einer steht da, ein Model X. So, ne? Ein Model X steht da. Passt nicht, ich stelle mich da hin. Ich stelle dich deinen aus, ich suche mal dann den aus, der da frei ist. Knopf. Oh, das war Knopf. Ja. So, mal. Dann stelle ich mich daneben dem. Da habe ich eine Lücke. Eine Lücke, Mut zur Lücke. Ja. So, jetzt hole ich mein Auto noch. Du kannst noch so lange mit den Leuten weiterreden. Boah, jetzt ist das gefährlich. Das hat er jetzt voll. Jetzt kann ich voll ablästern. Genau, es muss aber erst mal anstecken. Wir schneiden nichts, ihr habt noch kurze Pause. 2 Minuten Pinkelpause. Ich steck mal kurz an. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Von hier aus brauche ich eigentlich nicht mehr so lange nach Hause. Heimadresse. Warte mal. Was rechnet der? Ja, was kann man denn sagen? Auch Markus fährt jetzt hier mit seinem Auto her. Voll die Bonzenkarre hier, echt. Guck das mal an. Einparken, rückwärts. Ja, Gott sei Dank sieht er das nicht. Sehr gut. So, jetzt laden wir hier gerade am Supercharger Mücke. Das ist bei mir eigentlich ein Katzenweitwurf weg. Also wie heißt das? Wie sagt man bei Clean Electric? Katzenweitwurf entfernt. Also ich glaube 70 Kilometer oder sowas. Ne, 93 Kilometer immerhin. 54 Minuten. Und lade jetzt auch noch gerade voll. Ich habe jetzt noch Rest 25%. Und verbleibende Zeit 20 Minuten. Achso, ja, 20 Minuten, aber nicht bis 90%, wo ich eingestellt habe, sondern bis, dass ich nach Hause komme. Ja. Das finde ich auch bei Tesla super. Ja? Du gibst jetzt ein Ziel ein und dann sagst du, okay, ich will jetzt da hinkommen. Und dann sagt das Auto, wie lange du dafür laden musst, um ans Ziel anzukommen. Nicht, wie lange du jetzt laden musst, um den Akku voll zu kriegen. Das ist zum Beispiel auch schon mal sehr gut, weil zu Hause kann ich ja nicht auch so laden. Muss jetzt nicht den Supercharger hier blockieren für die anderen. Ja. Übrigens sind wir jetzt hier gerade zu dritt. Das ist eigentlich kein Problem. Und das ist ein 6-Stall-Charger. Also wir können auch andere. Da stehen noch drei Triple-Charger noch da. Oder Slam-Charger sind das. Ne, sind nur zwei. CCS und Typ 2. Ja, ist eigentlich ganz gut. Ja, ist aber eine kleine Ladestation hier. Ach, guck mal, da ist jemand da. Ich muss mal Hallo sagen erstmal. Sekunde. Ja, total geil. Stehst du hier am Ladeplatz und dann kommt schon der andere Tesla-Fahrer mit dem Model X und sagt so, oh, hallo Markus, hallo Gabor. Das ist ja mir schon echt strange. Ne? So, naja gut. 93 kW lade ich nur. Ich habe ja nur einen 75D. Der kann nicht so schnell laden mit 120 kW. Ich glaube Maximum 96 hatte ich mal. 96 kW war das höchste. Ey, das reicht locker. Also das sind jetzt, könnt ihr ausrechnen. Also das ist ja nicht linear. Also die Ladekurve ist eigentlich, die flacht ja immer oben ab. Ja. Aber ist eigentlich locker ausreichend. Und die Zeit nutzt man ja meistens, also ich nutze die Zeit sehr oft zum
zum E-Mails beantworten, ein bisschen arbeiten, wenn ich jetzt irgendwo länger unterwegs bin. Aber ich habe schon mal in einem anderen Video erwähnt, ich feiere eigentlich gar nicht so viel Langstrecken, dass ich jetzt ständig laden müsste. Und das meiste erledige ich immer zu Hause. Also jeden Tag anstecken und dann weiterfahren. Und im Umkreis von 100 Kilometer komme ich immer zurück, ohne irgendwo zwischen zu laden. Das ist eigentlich also top Auto dafür, ja. Ja, Markus ist jetzt gerade hier mit dem Nachbarn am Reden. Ist schon krass. Hier, das ist echt eine Gemeinschaft, also das, was ich in den 2 Jahren mitbekommen habe. Ey, das ist Wahnsinn, diese E-Mobilitätsgemeinschaft, das sind ja nicht nur Tesla-Fahrer, also alle zusammen, das ist so Wahnsinn. Wir haben ja, wie gesagt, das Team, ja, unsere WhatsApp-Gruppe, was wir hier haben mit 6 Leuten, das ist phänomenal, ja, das ist lustig. Alle Jungs sind wirklich intelligent, wach und das, die ganze Community hier überhaupt, siehst auch in den Kommentaren, wirklich Top-Leute überall, also es macht richtig Spaß, ja, und ich finde das eine gute Sache, ja, und wenn alle dafür mehr oder weniger sich einsetzen für die E-Mobilität, dann wird das ja auch was. Ja. Also es trägt ja wirklich weiter. Finde ich eine klasse Sache. Ich sage übrigens, mein Auto umgeschaltet auf Nachtmodus. Ja, also hier mal zum neuen, Version 9, ja. Ich meine, ihr kennt das, ihr könnt andere Videos gucken. Das ist, ich finde das gut. Also viele sagen ja, dass die 9er Version von dem Update, von der Software hier, Tesla, dass wir irgendwie so ein bisschen überladen oder halt, dass jetzt so Fenster drüber lappen. Ich finde das genial. Ich finde das eine coole Sache. Mit Atari-Spiele spiele ich manchmal. Ist auch cool. Kannst du zwischendurch mal Atari spielen. Da kannst du sogar mit dem Lenkrad lenken und damit im Prinzip so die Raumschiffe dann so steuern. Das macht richtig Spaß. Echt gut. Ich muss was trinken. Markus hat übrigens morgen Geburtstag. Ja, 27. ist morgen. Bin gespannt, wann das Video jetzt hier kommt. Ja, müssen wir uns das überlegen. Ja, morgen kommt ja auch ein Video. Natürlich. Morgen kommt ein Top 5 Video von uns raus. Für den Monat November. Die Top 5 Sachen. Auch sehr interessant. Da waren wir an einem super, super Standort. Das war richtig fertig? Ja. Du musst unbedingt rüberkommen. Ich muss rüberkommen? Du wirst ausflippen. Jetzt. Sollen wir weitermachen vorne? Ja. Ja, bis gleich. Du wirst ausflippen. Ja. Guck dir das an. Ich guck mal. Ich geh mal rüber. Zum anderen Tesla. Ja. Geh du mal vorne rein. Ja. Ich mach mal hinten auf. Ja. Das ist jetzt bei mir zu Hause. Ja, wie geil. Und da kann ich jetzt hingehen. Und jetzt fahre ich mein Tor auf. Ist nicht wahr. Und? Also hast du bei einer Web-Applikation gemacht, das ist eine Web-Applikation. Richtig. Das könnte ich auch bei mir machen. Brauchst nur die APIs von den Dingern und dann kannst du es abgreifen. Ja. Ja. Und dann geht das entsprechend mit drauf. Und auch so, wenn ich ins Erdgeschoss reingehe. Halt, das war das Bad. Das ist ja cool. Was hast du für ein Home, Smart System, so ein Home-System daheim? Was ist das? Über KNX mache ich. KNX machst du das, ja, genau. Das ist eine KNX-Anbindung. Genau, ja. Und jetzt habe ich hier meine Beleuchtung, die ich hier entsprechend dimmen kann. Ich kann die Jalousien hoch und runter fahren, die verschiedenen Steckdosen einen ausschalten. Ja. Ja, das Geile ist ja, muss man dazu sagen, ja, für die Leute, die jetzt nicht so ein IT sind, ja, das ist ein Webbrowser, ja, was wir hier haben. Und hier quasi über den Webbrowser kannst du den Tesla ja aufrufen. Da brauchst du jetzt nicht viel Leistung dazu. Ja, das sind jetzt nur Schieberegler. Und dann kannst du, wie wir es gerade gesehen haben, auf die Kamera zugreifen und alles darstellen. HTML5 ist es ja. Und dann kannst du alles drauf zugreifen. Kannst du das auch machen bei dir im Auto? Ja, könnte ich bei mir auch machen. Ihr macht also, das damals noch. Ja, weil was ich jetzt habe, was ich erzählt habe im letzten Video, ich habe ja so ein geiles, so ein Doorbird, so ein Türsprechstelle, wo du auch die Tür aufmachen kannst und das Video sehen kannst. Im Prinzip kannst du über AP-Schnittstellen kannst du auch einbinden, hier die Teile. Da könnte ich eigentlich auch. Ja. Aber ich habe jetzt kein Toröffner wie du jetzt, also das sieht schon, sieht schon sehr gut aus. Aber es ist kein Video, ne? Sonst würde es ja Tesla jetzt nicht zeigen, also auf dem Bildschirm. Er kennt es nicht als Video, ne? Er kennt das nicht als als Video. Fotos oder so, ne? Ja, im Prinzip ist das jetzt, ja, ist schon eine Abfolge von Bildern, was letztens da drauf läuft. Ich weiß nicht, wie das jetzt, was das für ein Stream das jetzt ist, was für ein Format das jetzt rüberkommt. Aber es sind keine JPEGs oder sowas. Das ist ein H264. Ja, genau, H264 schon. Das ist einfach ein MPEG oder ein AVI oder irgend sowas ist es.
Also es ist schon letzten Endes Video, aber nicht dieses gestreamte, was jetzt über YouTube kommt. Ja. Genau. Ja. Das ist die saugeil. Datenrate ein bisschen saugeil. Runtergenommen, weil der ja nicht so schnell ist damit. Aber wir haben noch niemanden gesehen, der es in Tesla drin hat. Ja. Aber ich habe niemanden gesehen, der es in Tesla drin hat. Das ist wirklich saugeil. Also, sowas bin ich, also das, da bin ich sofort bei dir, weißt du, da bin ich auch ein Spielkind. Ja. Ist oder schon cool. Dasselbe ist, wenn ich bei mir ins Haus gehe, ja, kann ich mich auch mit meinem Haus verbinden. Mhm. Und dann krass. Das ist richtig gut. Ich baue dann VPN auf, dass man da reingeht. Mhm. Jetzt habe ich dasselbe hier entsprechend nochmal. Mhm. Oder ich drehe es rum. Und dann sehe ich auch die ganzen Daten vom Auto. Ach. Ach, hast du die auch? Also hast du dich bei der API. API angemeldet? Ja. Weil bei welchem Dienst war das gewesen? Das gibt es ja in Amerika, glaube ich, aber nicht bei Tesla, sondern... Doch, ich gehe direkt auf den API-Server in... Echt? Von Tesla selbst? Ja. Okay, cool. Auf den eigenen. Cool. Ja. Cool. Ja, das da ist cool. Da entsprechend drauf, die ganzen Sachen. Und ich kann auch... Guck mal, hier könntest du sehen, ob das Auto uncorked ist, also quasi irgendwo da 90 auf jeden Fall. Und hier kann ich das Auto, auch die Aktion, hier kann ich das Auto aufwecken, die Türen auf und zumachen, ich kann es starten. Ja. Also ich kann die Vorklimatisierung und die verbinde ich damit. Das heißt, wenn ich morgens einen Termin habe, ja, nimmt er den Termin aus dem Autokalender und macht automatisch schon meine... Achso, okay, weißt du, also ist das vom Laden zu laut, deswegen habe ich noch. Genau. Vom Laden zu laut. Okay. Das ist vom Laden jetzt. Die Vorklimatisierung, der nimmt einen Outlook-Kalender, weiß, wann ich weg muss und fängt dann 20 Minuten vorher an, das Auto vorzuklimatisieren. Ja, genau. Zum Beispiel. Krass. Oder ich weiß ja auch von Weg, wie weit ich fahren muss. Dann kann ich auch über unser Lademanagement entsprechend nur auf 50, auf 60, auf 70%, ich muss ja nicht vollladen. Ja, ja, und das ist wenn das. Ich weiß, dass ich nicht viel fahre. Wir hatten das Thema gerade im Auto, nämlich in so einem Autotalk, ne, was wir jetzt geführt haben. Und genau das ist das Thema Software. Das wird den Markt verändern. Ja, in den Autos hast du halt solche Anbieter für Software, die sich halt drauf stürzen werden. Ja. Ja, Tesla wird genauso, da ist noch die alte Software übrigens drin. Tesla wird auch hier in diesen, ich kann euch Update, genau. Ja, ja. Ich kann euch mal zeigen, ja, nur mal so nebenbei. Hier gibt es ja die, warte mal, wo war das beim alten? Einstellungen, Apps. Ne? So, hier seht ihr, ne? Die zwei nur, ne? Es gibt nur die zwei von Tesla selbst, also Kartennavigation und Kalender-App. Mhm. Und stellt euch mal vor, wenn ihr wisst, wo das iPhone war, 2007, ja? Es gab noch keine App Store, gar nichts. So, und hier sind wir ungefähr bei Tesla momentan oder überhaupt auf diesem Markt, ja? Das heißt, es werden irgendwann mal so eine Art App Store geben oder andere Hersteller werden sich draufstürzen und werden die geilsten Apps dafür programmieren, ja? Die es nur gibt, auch für dein Handy, für das Auto. Und da ist alles machbar. Und was das bei dem Smartphone alles verändert hat, wenn man das jetzt, sage ich mal, aufs Auto projiziert, was alles machbar ist dann in Zukunft, ist irre. Also die sieht man sehr auch geil, also mit dem KNX. Cool. Top. Ja, danke, dass du uns das gezeigt Dankeschön. Hast. Dankeschön. Ja, gerne. Du bist gar nicht auf dem Bild drauf, aber du wolltest auch nicht so sehr. Ja, so sieht das Auto. War nochmal dein Vorname? Helmut. Der Helmut, genau. Wenn der Helmut, wenn du siehst da unter dem Video, bei mir siehst du ja dann, dass die Leute vielleicht noch ein paar Fragen haben dazu, kannst dir vielleicht antworten, wenn du willst. Genau. Ja? Guckst du mal an. So sieht das Auto der Zukunft aus, Leute. Seht ihr? Ja. Ihr könnt auf zu Hause zugreifen, Kameras, Steuersysteme, kannst deine Heizung schon anmachen, vormachen. Ja? Direkt aus dem Auto heraus musst du nicht mal ein Handy rauszücken. Ja. Perfekt. Das, genau. Super. Danke und dir. Auch durch die Anbindung der AP, mein Gebäude weiß, wenn ich mich mit dem Auto nähere, geht es automatisch aus. Ja, ist halt noch Sensorik, genau. GPS-Daten abgreifen. GPS-Daten abgreifen, genau. Vergleich und dann geht es an. Genauso meine der Firma ist meine Ladestation im öffentlichen Bereich und die geht nur dann an, wenn ich mit meinem Fahrzeug auf dem Parkplatz stehe. Ja, wie geil ist das denn? Das ist ja noch geiler. Und wenn ich wegfahre, geht es sofort wieder aus. Da muss ich mal irgendwie absperren. Es gibt keine Karten, keine Absperrung, kein gar nichts. Cool, oder? Keine App, ich fasse gar nichts an. Das ist ja der Hammer. Es ist alles nur Software, Leute, alles, ja. Und er hat es auch schön warm in seinem Auto. So ja, der hat es ja sicher. Ja. Der Markus in der Herkunft erstmal auf 16 Grad runterstellen, weißt du? Nee, ja, cool. Super. Danke dir, Helmut. Für die Einblicke hier. Das ist echt krass. Sehr, sehr schön. Und das ist wirklich, unterstützt wirklich wieder meine Meinung, dass das Wichtigste ist in Zukunft, die Mobilität, ja. Software und E-Mobilität dazu sowieso. Und das verbunden mit einer vernünftigen Anbindung. Vernetzung, Haus, Vernetzung, Gebäude, ganz genau, Auto, prima, alles. Supi.